Sagen aus Wien. Die Spinnerin am Kreuz. Das Straßenschild Triester Straße weckt in uns die Sehnsucht nach dem sonnigen Süden, nach der tiefblauen Adria, der nördlicher Teil vor dem Jahr 1918 zu unserem Vaterland gehörte. In diese Richtung zogen vor langer Zeit auch viele Ritter, angetan mit Rüstung und Helm, auf der rechten Schulter ein großes rotes Tuchkreuz angeheftet. Man nannte daher diese Krieger allgemein Kreuzfahrer. Sie zogen aus, um das heilige Land für die Christenheit zu erobern. In Wien pflegten die Scharen nochmals längere Rast zu halten, um sich mit dem Nötigen zu versorgen. Als der Babenberger Herzog Leopold II. Im Jahre 1217 verkünden ließ, er wolle selbst an die Spitze des 5. Kreuzzuges treten und die Männer Wiens aufforderte, mit ihm in das ferne Morgenland zu ziehen, da strömten Hunderte von Gläubigen, Ritter wie Bürger, herbei, ließen sich das Kreuz auf das Wams nähen und Waffen aus dem Zeughaus geben. Dann nahmen sie Abschied von Weib und Kind. Unter ihnen war ein wackerer Bürger, der einst vor einigen paar Wochen frohe Hochzeit gehalten hatte. Als die junge Frau von dem Entschluss ihres Mannes erfuhr, traten ihr die Tränen in die Augen, aber sie beherrschte sich tapfer, denn sie war trotz ihres Abschiedswehs stolz darauf, dass auch ihr Mann bei der Verteidigung der heiligen Stätten Christi dabei sein wollte. Sie begleitete ihren lieben Gatten die Landstraße hinaus, die jetzt Triester Straße heißt, bis auf die Höhe, die damals ein schlichtes Holzkreuz kennzeichnete und von der man einen weiten Blick in den Süden des Landes hatte. Lange schaute sie ihm nach herzlichem Abschied nach, bis er in der Menge verschwunden war und sich der Kreuzritterzug nur noch undeutlich in der Ferne ausnahm. In tiefem Leid kniete sie dann beim Kreuz nieder, hob die Hände gegen den Himmel und von ihren Lippen kam seufzend die bange Frage: Heilige Jungfrau, wirst du mir meinen lieben Mann wieder gesund in meine Arme zurückführen? Ihre Segenswünsche begleiteten ihn und sie gelobte als Dank an die Gottesmutter, auf der Anhöhe des Wiener Berges anstelle des Holzkreuzes ein schönes Steinkreuz setzen zu lassen, wenn ihr Mann wohlbehalten aus dem Morgenlande zurückkehre. Die Kosten wollte sie durch ihre Händearbeit aufbringen. So begann sie zu spinnen. Wochen und Monate vergingen, keine Botschaft drang aus dem Lande der Sarazenen zu der einsamen Frau. Sorge und Leid trieben sie jeden Tag hinauf zum Holzkreuz, wo ihr damals der scheidende Gatte zärtlich Lebewohl gesagt hatte. Sie setzte sich am Fuße des Kreuzes nieder und spann bis in den sinkenden Abend hinein. Bisweilen unterbrach sie ihre Arbeit und folgte mit sehnsüchtigen Augen dem staubigen Streifen der Landstraße nach Süden. Aber noch waren die Kämpfe in Palästina im Gange, wie vereinzelte Nachrichten kündeten. Die Frau saß weiterhin gottergeben, spinnend beim Kreuz. Bald hatten die Bürger aus der Nachbarschaft in Erfahrung gebracht, warum sie hier so unermüdlich saß und spann. Sie hatte nämlich beim Abschied von ihrem Mann, der Gottesmutter, gelobt, ihr zu Ehren bei seiner Rückkehr anstelle des schon altersmorschen Holzkreuzes
einen steinernen Bildstock zu setzen. Weil aber die Summe, die der Steinmetz dafür verlange, höher sei, als die ärmliche Frau aufbringen könne, wolle sie durch ihre Garnspinnerei das nötige Geld beschaffen. Die Leute, die von dem frommen Gelöbnis hörten, brachten der Frau Flachs und zahlten ihr gern in großmütiger Weise einen höheren Betrag, als sie fürs Spinnen forderte. Da sie Tag für Tag beim Holzkreis saß und spann, nannte man sie nur die Spinnerin am Kreuz. Inzwischen waren 3 Jahre vergangen und schon nahten die ersten Heimkehrer von der Kreuzfahrt. Sie hatten vor den Mauern von Damiette einen glänzenden Sieg über die Sarazenen errungen. Die Kunde verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt. In Scharen stellten sich die Wienerinnen am Rande der Landstraße auf, warteten auf die vorüberziehenden Kreuzfahrer und hofften, dass ihre eigenen Angehörigen darunter wären. Sie waren auch schon sehr neugierig auf die Geschenke, die die Krieger aus dem Morgenlande mitbringen würden. Nur unsere Spinnerin stand schüchtern abseits. Ihr Herz klopfte bei jeder neu ankommenden Schar vor Aufregung, doch es schien, als ob ihr Mann nicht unter den Heimkehrenden sei. Sie fragte so manchen fremden Kreuzritter, aber keiner konnte ihr über ihn Auskunft geben. Eines Tages jedoch kam ein einsamer Wanderer müden Schrittes des Weges daher. Die Spinnerin legte ihre Arbeit zur Seite und sah dem Unbekannten forschend entgegen. Als er vom Boden aufsah, erkannte sie das heiß ersehnte Antlitz. Mit einem Freudenschrei sank sie fast ohnmächtig in seine Arme. Mager und sonnengebräunt war sein Gesicht, schwach und abgezehrt sein Körper von der weiten Reise. 2 Jahre lang war er in elender Sklaverei gefangen gehalten worden, bis es ihm endlich gelang, zu entfliehen und auf Schleichwegen unter großen Strapazen wieder die Heimat zu erreichen. »O, du Ärmster«, schluchzte die Frau unter Freudentränen, »ich habe alle Tage an dich gedacht und gehofft, dass die Jungfrau Maria mich nicht verlassen und uns zusammenführen würde. Jetzt, wo ich dich wieder bei mir habe, wirst du durch meine Obsorge und Pflege bald wieder völlig genesen.« Es wird auch erzählt, der Ritter habe seiner Frau eine sonderbare Pflanze aus dem Morgenland mitgebracht. Es war der in unserer Heimat noch unbekannte Safran, den die Kreuzfahrer in Frankreich, Italien und in deutschen Landen verbreitet haben. Er wurde als Würze und Färbemittel in der Küche verwendet, vor allem beim Kuchenbacken. Wie es aus dem Kinderreim bekannt ist, Safran macht den Kuchen gel. Auch diente er zum Färben kostbarer Stoffe und als Arznei. In Liebe und Treue lebten die Eheleute nach all ihrer Trübsal und Kümmernis glücklich bis an ihr Ende. Von der Frau, die mit so viel Mut und Zuversicht die harte Zeit der Trennung ertragen hatte, sprachen die Bewohner des Wiener Berges mit großer Achtung und Bewunderung. Das Wahrzeichen, das sie vom Ertrag ihrer Spinnarbeit hatte aufstellen lassen, nannten sie die Spinnerin am Kreuz. Wenn du, junger Leser, jetzt an dem schönen, reich gegliederten Bildwerk vorübergehst
so ist es nicht das alte Steinkreuz, von dem die Sage erzählt. Das war in späteren Jahren zerstört worden. Im Auftrag der Stadt Wien wurde dann 1452 vom Dombaumeister Hans Buchsbaum ein neuer gotischer Bildstock errichtet und wiederholt im Laufe der Jahrhunderte, das letzte Mal nach 1945, instand gesetzt. Dieses Denkmal grüßt jetzt als ältestes und berühmtestes Wahrzeichen Wiens den Wanderer auf der Scheitelhöhe der Triesterstraße.